Wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge LS17 auf der Auenbach, Auenbach, Auendorf, verdammte Axt, Auenbach heißt sie. Ich bin immer hier auf Dorf und dies und das und jenes, jetzt weiß ich auch, woher ich sie kenne, ist ja aus dem, gab es im 15er auch schon und ich meine, dass ich sie im 15er auch selber gespielt habe, deswegen kommt die mir irgendwie bekannt vor. Ist aber jetzt auch nicht schlimm. Also ich bin da jetzt eigentlich positiv überrascht bis jetzt von der Map. Hab natürlich jetzt nicht allzu viel testen können bis jetzt, muss ich auch dazu sagen. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe und allein so, ja, so der Rundrumblick. Ich meine, sie ist super klein, die Karte. Also jeder, der irgendwie hier mit amerikanischen Maschinen spielen will, der ist hier definitiv falsch auf der Map. Aber ich glaube, für jeden, der so ein bisschen eine kleine, schnuckelige Map sucht, gerade jetzt am Anfang, wo schon viele Sachen verbaut sind, auch viele, viele Animationen verbaut sind, das ist ja auch noch sowas, was bis jetzt nicht allzu viele Maps haben, was jetzt bezogen auf Tore und solche Geschichten. Da ist hier schon echt viel geboten für das, dass eben die Map so klein ist. Klar könnte man jetzt sagen, okay, es gibt nur eine Verkaufsstelle, ist ein bisschen wenig. Stimmt, ist ein bisschen wenig, aber ich glaube, auch da kann man sich Abhilfe schaffen, wenn man selber ein bisschen was machen kann, klar. Das ist dann immer einfach gesagt. Ansonsten denke ich, wird das FSM-Team auch stark an der Ackendorf arbeiten, aber eben aus aktuell mangelnden Skripten bringt es im Moment nicht viel, die Ackendorf wieder rauszubringen, denn was wollt ihr machen? Ohne Skripte ist ja die Ackendorf eigentlich nur eine halbe Map, denn da sind so viele Skripte gelaufen und so viele verschiedene Sachen, was die ganzen Geschichten mit den Produktionsstätten und dem ganzen Fabrikscript und diese ganzen Sachen, die fehlen halt, wenn man jetzt die Ackendorf sofort rausbringen würde. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das FSM-Team vielleicht die Ackendorf auch so nicht mehr bringt, sondern vielleicht auch eine neue Map baut und in der dann wieder sehr viele coole Skripte hier einfach einbaut. Und auch hier ist ja wieder die Geschichte, dass von Zeit zu Zeit irgendwas passiert. Ich weiß noch nicht was, bin ich auch noch gespannt drauf, was hier dann so passiert. Ich hoffe, dass ich es nicht übersehe, weil ich irgendwie blind durch die Map fahre. Nee, also da glaube ich, kann man sich definitiv beim FSM-Team darauf freuen, dass da was Cooles kommt und dementsprechend halt, ja, muss man jetzt einfach auch erstmal damit zufrieden sein, was man hier hat. Und ich finde es cool. Ich finde die sehr, sehr stimmig einfach auch, die Map vom Äußeren. Gut, ein bisschen steile Felder hier, würde ich jetzt mal fast so behaupten. Aber damit kommt der kleine Case auch klar. Also der macht hier keine Mucken. Der ist hier schön am Arbeiten. Das freut mich. Das funktioniert alles. Da werde ich jetzt dann gleich mal noch einen Traktor an das Feldende hinstellen, dass wir hier auch abtanken können. Und ja, es ist ein großer Bereich dabei, um Grünland zu machen. Wir können hier theoretisch dann auch die Felder zusammenlegen oder auch größer machen. Oder. Also man hat hier wieder ein paar schöne Optionen einfach, um sich die Map auch vielleicht einfach so dann zu machen, wie man es gerne hätte. Ich werde es gegebenenfalls sogar hier wieder mit der Map machen, dass ich da selber ein bisschen rumprobiere und mir die so erweitere, wie ich es gerne hätte. Mal schauen. Im Moment brauche ich es noch nicht. Das ist alles noch gut. Erst wenn mir dann eben Sachen auffallen, die mir nicht so gefallen. Wobei doch eins gibt's, ich werde diese gedrückt halten Taste bei den Toren werde ich rausnehmen
Für mich einfach gameplay-technisch viel, viel angenehmer, wenn man einmal drückt und das Tor von alleine aufgeht und ich nicht ewig lang da im Trigger stehen muss und das Hallentor öffnen muss. Das finde ich persönlich ein bisschen nervig, weil ich es auch nicht gewohnt bin, muss ich auch sagen. Weil der Animation Map Trigger war eigentlich immer so eingestellt, außer jetzt bei Steffens Hoftor, dass man einfach eben einmal gedrückt hat und dann der Trigger ausgelöst hat, beziehungsweise eben die Animation abgelaufen ist. Das war für mich die angenehmere Variante, einfach auch das Gewohnte, weil man immer das benutzt hat, so wie es war. Von dem her, ja, werde ich das, denke ich, auch noch so ändern, dass die eben alle dann dementsprechend aufgehen. Das Schöne ist, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, stelle ich das Ganze in einer externen XML ein. Das heißt, das muss ich nicht zwingend direkt in der Map ändern, sondern kann es halt über diese XML. Muss ich mir aber selber eben noch anschauen. Keine Ahnung, ob das dann so ist oder ob es nicht so ist. Werden wir dann sehen. Aber ich denke, das ein oder andere werdet ihr dann definitiv mitkriegen, sobald ich eben das dann geändert habe. Genauso eben Chopped Straw, wenn sie nicht sogar schon vorbereitet ist. Ich habe aber jetzt wissentlich nichts gelesen, dass die Karte schon Chopped Straw vorbereitet ist. Wäre natürlich angenehm. Dann brauche ich nur noch die Zippe in den Ordner schmeißen und los geht's. Aber wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Von dem her lasse ich mich da mal überraschen. Beziehungsweise werde es halt einfach selber dann eintragen und gut ist, weil Chopped Straw ist ganz cool jetzt. Swabilizer hat sich da nochmal dran gehockt und hat das ganze Ding eigentlich von Grund auf mal überarbeitet. Und somit ist jetzt auch durch das gehäckselte Stroh kann man auch düngen. Also das ist eine Düngestufe, die man dann beim Untergrubbern oder beim Pflügen gleich mal mit einarbeitet. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Das hat eigentlich im LS15 immer gravierend gefehlt, dass dieses Chopped Straw auch einen Sinn hat. Und von dem her, ja, ist das eigentlich ganz cool, dass das jetzt dabei ist. Gülle Mist Kalk Mod wird es wahrscheinlich in der altbekannten Geschichte nicht mehr geben, weil ja Mist ist ja ein neuer Layer. Den sieht man ja auf dem Feld und braucht somit eigentlich kein extra Script mehr. Was natürlich fehlt, ist Kalk. Das ist echt noch so eine Geschichte, die hätte ich gern wieder. War für mich immer eigentlich eine ganz coole Alternative zum normalen Kunstdünger. Da wäre ich noch froh, wenn das mit reinkommen würde. Und eventuell auch bei Gülle. Uiuiui. Der rutscht hier echt einen Hang runter. Da muss man gut aufpassen. Ja, eben Mist ist ja, aber Gülle eben, das wäre noch schön, wenn man die einfach sehen würde. Zumindest ein bisschen. Also es muss nicht viel sein, aber so ein bisschen. Wobei, das könnte man halt auch über diesen extra Layer wieder regeln. Was noch ein bisschen komisch ist, wenn man über die Mist oder mistgefahrene Textur mit dem Düngestreuer drüber fährt, dann wird das Ganze wieder die Düngetextur. Das ist so ein bisschen schade, dass das nicht so gelöst wurde, dass man einfach in dem Zuge keinen neuen Dünger draufschmeißen kann. Dass das vielleicht die Maschine sogar erkennt oder irgendwie anders das Ganze gelöst ist, das wäre noch schön gewesen. Ist aber leider nicht so. Deswegen müssen wir einfach damit leben, dass man nicht Kunstdünger und Gülle auf einmal schmeißen können, sondern also beziehungsweise ein Feld mit Mist anfängt und dann mit Kunstdünger fertig macht. Da ja, muss man halt genau an dieser Düngekante dann fahren, dass das Ganze eben nicht irgendwie überlagert wird. So, 92% sollte ich eigentlich noch eine Spur schaffen hier. Das sollte machbar sein.
Jetzt komme ich aber weit raus hier. Hat sogar noch funktioniert. Sehr schön. Okay. Oder auch nicht. Das nehme ich nochmal schön mit hier. Ich hoffe, dass er schafft. Ja, hier ist ein bisschen sehr starker Buckel drin. Da wird schon schwierig für die Maschinen, wobei wir hätten einfach nur schräg zum Hang fahren müssen. Dann wäre das Ganze auch einfacher gegangen. Beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen schöner. So, da haben wir das hier, genau. Wackeln mal schnell zum Weg hier rüber. Normal, ich hoffe, dass ich über den Zaun drüber komme, sonst muss ich nämlich ganz runterfahren. Ich hätte das jetzt ganz gerne, dass ich da über den Zaun ablade. Das sollte eigentlich möglich sein. So, dann bin ich schon hier noch reingesprungen. Also dosiert fahren kann man jetzt schon, das ist schon geil. Also das funktioniert echt super. Könnte auch wiederum beim Drehschemel ziehen, schieben, wie auch immer, von Vorteil sein, dass man jetzt hier doch ein bisschen feinfühliger Gas geben kann und der Traktor nicht wie ein Wahnsinniger losschießt. So, Mizi ist auch schon wieder auf Kampfeinsatz hier. Auf Mäusejagd. In dem Fall. Und so. Schauen wir das mal über. Dann vielleicht noch. Ja, das ist ja hier eigentlich ein schönes Bild. So. Mit Sonnenuntergang im Hintergrund. Ach, wie schön ist das denn? So war das. Und dann können wir eigentlich hier mal schnell ausschalten. Den lassen wir da mal stehen. Wobei, viel kriegen wir eh nicht mehr rein. Müsste ich mal einen zweiten noch besorgen, dass wir so ein Kornabfahrer einfach Kornabfahrgespann haben hier und den Rest dann mit dem Tandem. Weil durch die Durchfahrhallen kann ich natürlich damit auch schön einfach das Zeug einparken, ohne jetzt hier den riesen Stress zu haben, den Drehschemel irgendwie da wieder rückwärts reinzubringen. Das ist schon ganz angenehm. So. Anschmeißen. Und ja, Follow Me habe ich jetzt auch mit drauf, genau, das habe ich ganz vergessen. Durch die Mod-Vorstellung, wo ich vor kurzem gemacht habe, ist natürlich Follow Me jetzt auch mit drauf. Den werde ich das ein oder andere Mal mit Sicherheit dann nutzen. Mal schauen, in welcher Form es funktioniert und in welcher nicht. Also das muss ich einfach mal gucken. Aber ich hoffe, dass ich das Ganze hier ganz gut nutzen kann. Denn ich habe ihn im 15er nie benutzt, also so gar nicht. Aber jetzt, solange ja, Curseplay ist noch nichts, beziehungsweise irgendwie so Helferlein, die einem Wege ersparen, oder auch Autocombine, auf den hoffe ich ja aktuell ganz stark, dass der bald mal kommt, wäre natürlich schön. Dann könnte man wieder auch schön hier Ernte einfahren, beziehungsweise Ernte einfahren lassen. Aber ja, ich denke, das wird noch ein paar Tage dauern, bis der kommt. Aber auf den freue ich mich definitiv. Also der wird auch mit Sicherheit wieder hier mit reinkommen. Ob der Autotraktor wieder mit reinkommt, weiß ich noch nicht. Nicht abschalten. Denn ja, grundsätzlich bin ich ja eh jemand, der relativ wenig mit Helfer fährt, von dem her macht es bei mir eher wenig Sinn. Aber ja, da gucken wir mal, was wir dann da so hier machen.
Mist, jetzt habe ich echt die Sämaschine verkauft. Das ist eigentlich schon wieder so eine totale Blödaktion. Das. Sonst hätten wir hier. Achso, nee, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Hätten wir hier nämlich theoretisch Ölrettich dann draufschmeißen können. Und dann schön mit einem Frontpacker und. Ja, ich schau mal. Wahrscheinlich hole ich die Sämaschine wieder mit rein. Beziehungsweise werde vielleicht die Kuhn Citera reinnehmen. Die bräuchte und vielleicht ja auch noch rum. Oder halt dann die Querneland. Mal gucken. Eins von diesen Geräten werde ich mal nutzen. Schauen wir mal, dass wir da irgendwas wieder hier auf den Hof bringen. Wobei die Querneland kann nicht düngen. Naja. Schauen wir mal. So, ich bedanke mich jetzt aber erstmal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.